Nächste Rednerin, Ulrike Königsberger-Ludwig von der SPÖ. Dass es noch Menschen gibt. Also denkt man, das ist ja auch ein guter, eigentlich ein guter Hinweis. Wir werden diesen Antrag ablehnen, wie schon meine Kollegin Yilmaz begründet hat, weil dieser Plan am 16. Jänner mit der Regierung vereinbart worden ist. Deswegen werden wir diesen Antrag heute ablehnen. Kollege Scherak, ich bin aber trotzdem der Meinung, dass es über diesen Plan hinaus Anstrengungen braucht, innerstaatliche Anstrengungen braucht, das haben wir ja schon gehört, weil manche Gemeinden noch immer keine Asylwerberinnen aufgenommen haben. Und deswegen bin ich auch überzeugt davon, wir brauchen da keinen Plan. Ein Plan macht keine Asylquartiere, sondern wir brauchen einfach Meinungsbildung, positive Meinungsbildung, damit in den Orten vor Ort, in den Gemeinden und Städten vor Ort auch tatsächlich die Bereitschaft besteht, dass Asylwerberinnen aufgenommen werden können. Ich glaube, daran sollten wir alle gemeinsam arbeiten, dass wir diese Stimmung in diese Richtung bringen, dass man Asylwerberinnen nicht als Bedrohungen finden, sondern dass man sie einfach in den Gemeinden auch tatsächlich aufnimmt. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, denke ich mir, wir brauchen eine europäische Lösung, Frau Kollegin Koron. Das ist auch, glaube ich, Ihr Thema immer wieder, dass es eine europäische Lösung geben muss, eine gemeinsame, weil ich überzeugt bin davon, Europa hat keine Flüchtlingskrise, Europa hat eine Verantwortungskrise und eine Solidaritätskrise. Und wenn wir nicht machen, dann kommen wir auch in eine Legitimationskrise der Europäischen Union. Und ich denke mir, das können wir oder sollen wir alle gemeinsam wirklich vermeiden. Und wir müssen deswegen, Frau Kollegin Koron, Solidarität einfordern von allen Staaten in der Europäischen Union, dass wir einfach die Asylwerberinnen auf alle Staaten aufteilen können. Und deswegen noch einmal und Frau Ministerin, wirklich an Sie gerichtet, wir brauchen diese gemeinsame Asylpolitik. Wir brauchen eine Nachfolgeregelung von Dublin III, weil wir wissen, dass Dublin III einfach gescheitert ist. Und ich bin auch überzeugt, dass es nicht die einzige europäische Antwort sein kann, dass man auf Schutz oder dass man Obergrenzen einführt. Da bin ich wirklich nicht der Meinung und ich bin auch nicht der Meinung, dass es militärische Aufrüstung braucht gegen schutzsuchende Menschen und gegen schutzlose Menschen, wie ich eben diese Menschen auch befinde. Wir brauchen, und da bin ich auch überzeugt davon, eine rasche humanitäre Hilfe, jetzt vor Ort, auch in Idomeni, weil die Menschen sind jetzt und hier da, da kann man nicht warten, da braucht man auch keine Pläne, wir müssen jetzt und rasch helfen, weil die Menschen einfach da sind. Und die nationalstaatlichen Lösungen, da bin ich auch überzeugt davon, auch die Kollegen von der ÖVP, ich bin wirklich überzeugt davon. Man mag vielleicht kurzfristig die Menschen von Österreich fernhalten, aber die Menschen sind ja trotzdem da. Sie sind da und sie lösen sich ja nicht in Luft drauf. Und deswegen noch einmal mein wirklich großer Appell an die Frau Innenministerin, auch an den Außenminister. Schaffen wir gemeinsame europäische Lösungen, damit wir diese große Herausforderung für die schutzsuchenden Menschen gemeinsam europäisch auf menschenrechtlicher Basis solidarisch lösen können. Man müsse von allen EU-Staaten Solidarität einfordern, so Ulrike Königsberger-Ludwig von der SPÖ. Es brauche rasche Hilfe vor Ort.